Ja, hallo, mein Name ist Martin von ADH Fishing und ich hatte das Glück bzw. die Chance, in den letzten Tagen hier diese Guideline LPX Predator Route ein bisschen zu fischen. Ich war ein, zwei Tage auf Hecht unterwegs, habe die Route mal mit verschiedenen Schnüren, also mit verschiedenen Fliegen getestet und kann euch jetzt einfach mal ein Fazit bzw. meine persönliche Erfahrung zu dieser Guideline LPX Predator Route geben. Ja, die Guideline LPX Predator Routen sind nicht, wie es im ersten Moment vielleicht klingt, reine Hechtrouten, ja, sondern sie fangen schon ab der Klasse 5 an. Das heißt, Klasse 5 für die feine Streamerfischerei auf Bachforellen, 6, 7, Rapfen, Barsch, Zander, was sich eben so anbietet. Und natürlich am Ende Klasse 8 bzw. die Klasse 9, wie ich sie hier habe, für die Hechtfischerei. Also keine reine Hechtroute, auch wenn der Name da so ein bisschen hinleitet, sondern eher eine Streamer-Serie von Guideline, würde ich sagen. Ja? Und genau diese Serie soll es ermöglichen, einfach und ermüdungsfrei über den ganzen Tag zu streamern. Das heißt, nicht viel Kraft aufwenden, akzeptable Wurfdistanzen erreichen und das natürlich über den ganzen Tag. Und ich muss sagen, das hat die Route sehr gut hingekriegt, sehr gut gemeistert. Ich hatte eine Menge Spaß beim Werfen und dafür verantwortlich ist natürlich der Blank der Guideline LPX Predator Routen. Der Blank, würde ich sagen, hat eher eine schnelle Aktion und ein sehr schnelles Rückstellvermögen. Und alles, was wir so aus dem Nahbereich angeworfen haben, das heißt so 10 Meter Richtung Schilf, das Wasser gescannt, das hat die Route aus der Spitze herausgemacht, was nicht heißt, dass es ein reines Brett ist mit einer Spitzenaktion, sondern einfach, weil nicht mehr gefordert war. Ja? Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und erst, wenn es wirklich darum geht, eine Menge Gewicht zu transportieren, das heißt, die komplette Keule draußen, vielleicht nochmal 1-2 Meter mehr, plus vielleicht eine vollgesaugte Fliege, dann fängt die Route wirklich erst an, hier aus dem kraftvollen unteren Bereich zu arbeiten, wenn es erforderlich ist. Und gibt diese Kraft einfach an die oberen Teile bzw. in die Fliegenschnur weiter, um auch mit einer Menge Gewicht noch enorme Wurfdistanzen zu erreichen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor bei einer Hechtroute bzw. bei einer Streamerroute, dass es eben kein Brett ist, welches nur aus der Spitze raus arbeitet, sondern dass, wenn es erforderlich ist, der ganze Blank arbeitet und eben das hohe Gewicht komplett wieder von dir wegkatapultiert. Das hat die Route sehr, sehr gut gemeistert und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, diese Route mal in den kleineren Klassen auf Forelle oder Barsch zu versuchen. Aktion vom Blank ist klar, die Beringung ist einfach. Oben Snake-Ringe, unten zwei Leitringe mit einer PVD-Beschichtung. Diese Beschichtung sorgt einfach dafür, dass möglichst wenig Reibung in den Ringen entsteht und die Schnur besser durchschießt und natürlich, dass die Schnur möglichst lange haltbar bleibt. Kommen wir zum Griffteil der Guideline LPX Predator. Der Griff ist aus dem Kork, sehr schön verarbeitet, griffig. Ich konnte jetzt keine Abnutzung über die letzten Tage erkennen, wäre auch doof gewesen, sage ich mal, in der kurzen Zeit. Und was natürlich auffällt, hier oben dieser EVA-Abschluss. Der EVA-Abschluss ist einfach dafür da, um nochmal so ein bisschen extra Grip zu kriegen. Gerade wenn es darum geht, wirklich viel Gewicht nach vorne zu pushen, kann es manchmal sein, dass nasse Routen nach links oder rechts so ein bisschen wegrutschen in der Hand. Der Loop wird so ein bisschen eierig und wenn du keinen geraden Loop hast, erzielst du keine hohe Leingeschwindigkeit und somit auch keine maximale Wurfdistanz. Ja? Das heißt, dieser EVA-Abschluss sorgt einfach dafür, dass du ein bisschen mehr Grip hast und immer schön in einer Linie beim Wurf bleibt. Hat super funktioniert, auch wenn man schon ein, zwei Fische in der Hand hatte und die Hände vielleicht ein bisschen rutschig waren, hatte ich hier wirklich einen guten Halt. Ja? Den EVA finden wir auch im Fighting-Bad wieder. Dort hat er für die Performance natürlich nicht viel beizutragen. Das ist in meinen Augen ein rein optisches Ding, was ich aber positiv finde. Denn gerade wenn ich hier oben schon EVA habe, dann macht es Sinn, im Fighting-Bad damit auch abzuschließen. Das sieht einfach symmetrisch aus. Gefällt mir optisch wesentlich besser. Was mir auch optisch gefällt, ist dieser Guideline Predator Rollenhalter. Zum einen mit diesem Predator-Schriftzug finde ich sehr schön. Zum anderen diese goldenen Highlights in den Kontermuttern bzw. im unteren Rollenschuh. Finde ich einfach eine optisch schöne Sache. Gefällt mir persönlich sehr gut. Zur Funktion. Ich konnte nichts feststellen, dass hier die Rolle irgendwie wackelt oder sonst was. War jetzt 3 Tage drauf, bombenfest. Ich denke mal, der Rollenhalter erfüllt genau das, was er eben soll. Die Rolle sicher und fest fixieren. Ja, als Rolle hatte ich drauf die Guideline Reach in 7.9. War wirklich für mich eine Überraschung, denn das ist endlich mal eine Rolle, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach stimmt. Ja, die Rolle gibt es wirklich schon für einen richtig guten Preis. Und sie ist mehr als ausreichend für die Hechtfischerei. Sie ist leicht, sie hat ein gutes Fassungsvermögen. Ich habe hier eine Klasse 9 drauf. Ich habe noch ein bisschen Platz, finde ich also optimal. Das heißt, ich kann zwischen Sink- und Floating-Schnüren variieren, die ja auch in der Dicke ein bisschen unterschiedlich sind und habe immer genug Platz. Aber mein persönliches Highlight war tatsächlich die Bremse, die sich hier wirklich fein mit diesem großen Bremsknauf justieren lässt und
Was mir eben aufgefallen ist und wirklich gefallen hat, ist, dass ich immer einen fein sauberen Schnurabzug hatte. Das heißt, ich hatte während des Drills kein Rucken, gar nichts. Ich hatte nie zu viel Druck oder zu wenig Druck auf dem Fisch, weil die Bremse halt immer genau die Kraft, die der Fisch eingesetzt hat, abgezogen hat. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das war wirklich sehr auffällig. Also ruckfreier Schnurabzug vom Feinsten bei dieser Rolle. Und passt natürlich von der Größe, vom Gewicht und auch vom Design optimal zur Guideline LPX Predator Route. Also meine Erfahrung mit dieser Route ist mehr als positiv. Ich hatte jede Menge Spaß im Wurf als auch beim Drill. Und gerade die Würfe, die so komfortabel sind, haben mir besonders viel Spaß gemacht. Das heißt, Würfe zwischen 15 und 20 Meter, ja, die ganz einfach von der Hand gehen mit dieser Route, wo ich wirklich keine Kraft brauche, nicht nochmal den letzten Rest pushen, um vielleicht auf 25 Meter zu kommen, immer schön in die Rolle geworfen, nochmal gestrecktes Vorfach, ist beim Hechtfischen vielleicht nicht ganz so lang, aber hat nochmal 2 Meter extra oben drauf, bist du bei 22 Metern, reicht bei der Hechtfischerei dicke aus. Und vor allen Dingen, du hast am Ende keinen lahmen Arm. Das heißt, ich habe kaum dafür gearbeitet, auf diese Distanzen zu kommen. Ich spooke den Fisch nicht, wenn ich im Flachwasser arbeite. Da muss man erstmal auf 5 Meter rankommen, damit der Hecht das überhaupt realisiert. Das heißt, eine richtig feine Route, wenn es darum geht, ohne Arbeit komfortable Wurfdistanzen zu erreichen und jede Menge Spaß vor allen Dingen beim Wurf als auch im Drill zu haben. Also, wenn ihr vielleicht auf der Route seid, nach einer neuen Streamer-Route, ob jetzt Klasse 5 oder eben bis hin zu Klasse 9, schaut gerne mal rein in unseren Shop, sucht nach den LPX Predator-Routen und scrollt dort nach ganz unten. Da haben wir immer so 2-3 Sets zusammengestellt. Das heißt, immer eine Route mit der entsprechenden Rollenklasse, die zueinander passen, sowohl vom Gewicht als auch von den Klassen und von der Optik. Und in diesen Sets könnt ihr nochmal ordentlich Geld sparen, wenn ihr eine Route in Kombination mit einer Rolle kauft. Ich hatte eine Menge Spaß mit dieser Route, aber es ist an der Zeit, dass einer von euch Spaß hat mit dieser Kombi. Das heißt, es lohnt sich, uns zu folgen und zu abonnieren. Denn ich kann sagen, die Route wechselt auf jeden Fall nochmal den Besitzer. Seid gespannt, was da noch kommt und bis zum nächsten Mal.